Nun, da muss ich kein Magier für sein. Wir wissen, dass Schwarze Drache getötet wurde. Wir wissen, dass Xeran getötet wurde. Und wir wissen, dass Oron gefallen ist. Einzig und allein Helmer Hafax ist verblieben. Solltet ihr behaupten, dass ihr tatsächlich gegen ihn gewonnen habt, dann möge dies Interpretations- oder Auslegungssache sein. Aber ich sage dies. Hafax. Sehr gute Wahl. Das ist natürlich vollkommen richtig. Nun seid ihr wieder dran. Nun, ihr habt meine Wahrheit bzw. meine einzige Lüge nicht herausgefunden. Daher nun zu der Strafe. Bitte, ich bin ganz Ohr. Nun, schlagt etwas vor. Wie würde es euch gefallen, wenn ich diesen ungeliebten Cesario mal ein bisschen spezielle Magie kosten lasse? Etwas, was ihn ganz aus dem Häuschen macht. Nichts Negatives, ich möchte ihm keinen Schaden zufügen, aber etwas, das ihn ein bisschen verwirrt. Ihr seid ein Geode, ja? So eine Art Druide? Gewissermaßen. Die zwergische Magie ist bei uns nicht sehr bekannt. Aber ihr seid ein Elementarist, ja? Ihr habt zwei Djinne oder Elementare herbeigerufen? Nur einen elementaren Diener. Genau diesen würde ich auch einmal kurz herbeirufen. Es ist ein Diener aus Rauch und er Alles könnte gut, ihn. alles gut. Meine Strafe. Und ich bestrafe euch, indem ihr Cesario bestraft. Ah, das lässt sich einlenken. Bringt ihn in den Dschungel und verschwindet dann wieder. Er muss Oh. alleine wieder zurückfinden. Oh, Setzt ihn draußen vor den Toren aus. das ist eine hervorragende Idee. Darfst du diese sich auch arrangieren? Er nickt, lächelt grausam und geht dann. Jalan, mit wem möchtest du dich unterhalten? Hat Amos Tiljak jemanden geschickt? Selber ist er nicht hier, das wäre mir wohl aufgefallen. Doch, Amos Tiljak ist da. Tiljak ist hier, okay. Für die Familie Zornbrecht. Also, das weiß natürlich keiner, ne? Aber also Rezan unterhält sich auf alle Fälle viel mit Kiaris. Wir sind ja, wie gesagt, gute Jugendfreunde und er selber ist anwesend. Also, du siehst sein verdrießliches Gesicht, er hat ja überhaupt keine Lust zu. Aber wahrscheinlich hat ihn Nareb geschickt. Okay, dann unterhalte ich mich mit ihm eine Weile, bis ich dann irgendwann auf Alrik zu sprechen komme. Ich habe gehört, ihr habt jüngst einen Priester verloren. Mein aufrichtiges Beileid dafür. Tja, ich kannte ihn selber nicht, aber ja. Er war, glaube ich, für die Gerichtsurteile zuständig. Ja, Vor ich einigen hatte. Tagen. Richtig, ich hatte ein wenig mit ihm gesprochen, in der Hoffnung, mehr über die örtlichen Gepflogenheiten des Preisgoldes herauszufinden. Und irgendwann ist er dann verschwunden. Und konnte mir im Tempel auch nicht sagen, wo er denn hin sei. Aber und mittlerweile vermutet man das Schlimmste. Tja, ich weiß darüber nichts. Wenn irgendetwas passiert ist, vielleicht weiß ja die Hafenmeisterin Yassandra Bonaret etwas oder gar Oboto Florius. Nun, wie gesagt, ich wollte euch nur mein Beileid bekunden. Aber sagt, die Ich Lage in kannte der ihn Stadt. nicht. Ich brauche kein Beileid. Nicht von euch. Natürlich. Was denkt ihr über die Lage in der Stadt derzeit? Es scheint. Man sagt einem ja. Man hört vieles. Aber im Moment scheint es relativ ruhig zu sein. Denkt ihr nicht? Ihr Nun, das scheint die würde ich Ordnung nicht gut im Griff zu sagen. haben. Selbstverständlich habe ich die Ordnung gut im Griff, aber ich würde das trotzdem als chaotisch bezeichnen. Aber das ist jede große Stadt, meiner Erfahrung nach. Gareth ist kaum anders. Aber sagt, habt ihr zufällig noch, sagen wir, unserem, das, worüber wir gesprochen haben, eurem Gönner vorgetragen? Ihr wisst schon den Vorschlag, den ihr mir unterbreitet hattet. Von was sprecht Einige, ihr? was die gewisse Teile der Schwarzen Mörder angeht, die einen Besitzerwechsel vertragen könnten. Einige Details wären hier ganz gut zu haben. Ihr wisst Was schon, genau wollt ihr? das Wann und das Wie.
Das überlassen wir euch. Am Ende sollte die Flotte wohl in den Händen von Nareb Zornbrecht stehen. Das ist zumindest das, was ich euch rate. Ich bin natürlich zur Neutralität und Gesetzestreue sehr zugetan und werde euch keine illegalen, nicht rechtmäßigen Details aufbürden. Ich sage nur, dass wir den Ruhm von Boron und Praios an seiner Seite und den von Alantha mehren können, wenn die Unfähigkeit der Karinos endet und die Schiffe zwangsläufig über ein Rechtsurteil übertragen werden. Sie sind tatsächlich nicht der Einzige, der denkt, dass die Karinos die denkbar ungeeignetsten zu sein scheinen. Sind sie. Und wie ich hörte, seid ihr Praios Geweihter. Dementsprechend kennt ihr euch mit der Jurisdiktion aus. Wälzt doch etwas die Bibliotheken, die Rechtstexte und schaut nach einem Schlupfwinkel, um den Karinos ihre Schiffe wegzunehmen. Es scheint mir tatsächlich das Beste zu sein. Und ich bin mir sicher, ihr werdet den Archivar anweisen, mich auf die irgendwie esoterischeren Schriftstücke einen Blick werfen zu lassen. Selbstverständlich. Ihr habt freien Zugang zu den Bibliotheken, die wir pflegen. Jedenfalls, wenn dann irgendjemand vorbeikommt, jedenfalls solltet ihr die große Basilika auf Jidaskan definitiv einmal betrachten. Ich weiß, ihr... Es ist immer schwer, von seinen Pflichten wegzukommen, aber es ist ein Spektakel, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, keine Ahnung. Halt, geht es wieder von da aus in irgendwelchen Smalltalk rein. Ja. Ich möchte, wenn ich Zeit habe, mich einfach ein wenig umhören unter den... unter den Anwesenden, was sie zum einen halt über die Lage in der Stadt denken, ob sie irgendwie besorgt sind, dass die Fauna-Unruhen unruhiger werden könnten. Und einfach nochmal umhören, was man über den Arena-Kampf denkt, der bevorsteht. Also du kannst davon ausgehen, dass alle anwesend sein werden. Auch von den großen Krankenhäusern. Schauen wir mal rein. Das Haus Kugel, also das Haus Bornaret. Die werden anwesend sein, das Haus Florius ebenso. Von den Karinors, also Chantala wird höchstwahrscheinlich nicht dabei sein, aber höchstwahrscheinlich Kiaras. Müsstest du ihn selber fragen, ob der dann auf Gladiatorenkämpfe steht und die Todesechse. Salix Kugris wohl ja, der wird wahrscheinlich auch wieder wetten, hat wohl irgendwas mit den Grollen am Laufen. Das Haus Palligan natürlich, auch Goldo Palligan wird anwesend sein, immerhin hat er einen Schlinger spendiert. Das Haus Ulfard wird anwesend sein, wohl aber nicht wegen den Spielen selbst, sondern weil man dort nach Helden gucken wird, an die man dann sein Haus vererben kann. Das Haus Zorn, ist das öffentlich bekannt? Ist es. Okay. Ja, ist es. Das Haus Zornbrecht wird komplett anwesend sein, also die Arena gehört quasi den Zornbrechts und die lieben Gewalt, also werden alle da sein. Von den Willmanns weiß niemand was. Die waren bisher nie da und die werden wohl höchstwahrscheinlich nicht da sein. Die haben ihr Haus eigentlich noch nicht verlassen. Und das Haus Honak Amira wird da sein. Und Lucan Kiseda höchstwahrscheinlich auch. Aber der Bode wird der Amir Honak, das Oberhaupt, das geistige Oberhaupt, wohl nicht. Der bleibt neutral zu Hause. Prahlt jemand oder ist es prahlt jemand? Erzählt jemand vielleicht von seinen Wetten oder hat irgendwie dieses und jenes, diesen jeden Gladiator, den er garantiert den Sieg zuschreiben würde? Also das Haus Zornbrecht, die wetten alle auf die Todesechse. Verständlich, das wissen sie aber auch. Ja. Das Haus Palligan wettet nicht so sehr auf die Todesechse, sondern macht vor allem Einzelwetten auf den Schlinger. Da geht es dann eher so darum, also welche Gruppe wird gewinnen, die Gladiatoren oder die Echsen. Und du kannst aber noch spezielle Wetten auf, wer gewinnt gegen die Todesechse oder wer gewinnt gegen den Schlinger. Da kannst du dann einzelne Wetten abschließen und das sind dann nicht 30-70, sondern eher so 10-90. Also da kriegst du mehr Geld, wenn du genau sagst, wer den Schlinger umbringt oder welchen Krieger der Schlinger umbringen wird. Da kriegst du halt mehr Geld raus und die setzen einfach ihr ganzes Geld auf den Schlinger, dass er einfach alle umbringt. Okay. Also hat niemand irgendwie... keine Ahnung, sein Lieblingsgladiator, von dem er 100% überzeugt ist, dass er da irgendwie durchmarschiert. Also das Haus Florius, genau, die haben ja schon bekannt gegeben, dass sie anwesend sind. Das Haus Florius wird wohl noch verlautbaren lassen, nicht selber über Boto, der ist ja nicht mehr dabei, aber man hat Borromeo als ehemaligen Offizier der Stadtwache hat man abgeurteilt, der taugt vielleicht noch was für Santobal, aber erst einmal wird er in die Arena geschickt und er ist besonders unfähig.
Dementsprechend wird das Haus Florios gegen Borromeo und seinen Tod wetten. Unser Borromeo? Das ist der Borromeo, der als Offizier der Stadtgarde war. Das ist nicht derjenige, den ihr bei euch im Keller hattet. Nee, nicht als im Keller, aber das war Morias. Genau, Morias. Aber der Borromeo, der die Typen angestiftet, also nicht angestiftet, der halt die Typen angeführt hat, die mich angesagt haben. Der Borromeo? Borromeo ist derjenige, der Diamantes in den Bauch hat schießen lassen, genau. Ja, genau. Oh. Er wird Seite an Seite mit Diamantes kämpfen. Oh. Das glaubt auch nur er. Nein, wir müssen ihm helfen. Das hat er nicht verdient. Ja, aber Borromeo auf alle Fälle aus der Stadtwache, aus dem Dienst der Stadtwache entlassen. Und wenn er das überleben sollte, dann landet er auf Santobal. Ja, wir boxen da raus. War nichts Persönliches. Richtig. Deswegen helfen wir ihm ja. Ja, also die Florios bieten auf alle Fälle Wetten an gegen Borromeo. Okay. Warte. Sie bieten Wetten an im Sinne von jetzt gerade sagt jemand, haha, willst du wetten, wenn ich meine Zweifel äußere? Ja, genau. Okay, ich nehme sofort an. Okay. Jeder Betrag, don't care. Okay, dann 1W50. Ich muss gerade mal 1W50. Machen wir ein... Also, machen wir 2W20. Okay, ja. 18 Dukaten. Ach, ja, komm. Nee, ist... Ja, okay, ich nehme die Wette an, aber ich werde das nicht aufschreiben, weil das sind keine Summen, mit denen wir hantieren. Ja, ist okay. Also sie wetten 18 Dukaten, dass Borromeo stirbt und du sagst, dass er überlebt. Ja. Muss nicht spezifiziert werden. Aber das Haus Paligan bietet dir auf alle Fälle eine zweite Wette an, dass der Schlinger Borromeo umbringt, um das Ganze zu spezialisieren. Okay, die nehme ich an. Aber wenn ich irgendjemand im Bereich von 100 Dukaten mehr verwetten möchte, muss die ja keine Werte rausholen. Nee. Also das ist halt jetzt das untere Haus, irgendwie zweite oder drittgeborene, die machen dann irgendwie alles so bis 100 Dukaten. Also das ja, ist alles noch im Rahmen. Ja gut, ich meine, wenn die genug Geld haben, um hier mit Clarum Purum Artefakten rumzurennen. Puh. Ja, die kriegen sie ja von der Hauskasse. Gut. Das wäre also meine Beschäftigung. Gut. Also ich hype auch so ein bisschen unseren Arena-Auftritt natürlich an. Ja. Möchte Abel mir noch irgendwas tun? Ja, wenn ich könnte. Ich weiß nicht, ob welche Vertreter vom Haus Brunnereth vorhanden sind, um auf den Pulk zu steuern. Ja, Aurelian Brunnereth mit seinem... Kiaras hatte gesagt, ist es wohl der Liebhaber oder der Leibwächter? Also Kiaras hat sich da so ein bisschen nicht ganz geschickt ausgedrückt. Rassirigirian Alboran oder auch nur einfach Rassir genannt, weil den maraskanischen Namen kann niemand aussprechen. Also Aurelian Brunnereth mit seinem Liebhaber Rassir ist anwesend. Aurelian ist auch ein hochstufiges, sehr hochstufiges Mitglied. Ich würde ihn mal begrüßen und würde mal so einen Oberherr anwinken mit so einem zwei Gläsern was Maranien. Nun, amüsiert ihr euch? Ja, mon Capitan. Sehr. Ich amüsiere mich. Wunderbar. Eine schöne, interessante Geschichte, dass ihr hier in den Hafen eingelaufen seid. Nun ja, Geschäfte verschlagen uns hier. Natürlich, Geschäfte. Ich hörte schon von eurem Ruhm und dem Ruf, den ihr euch aufgebaut habt, dass ihr nun für Veränderungen sorgt. Veränderungen sind doch gut, oder? In der Tat. Nun, wir unterschlagen vielerlei Geschäfte. In erster Linie natürlich der Kampf gegen die blutige See, der natürlich auch alle anfangen und damit eurem Haus zugute kommt. Ja, eine Veränderung, die wir doch auch herbeisehen, nicht wahr? Ja, nun, manche Häuser lassen nun ihre Verantwortung etwas schleifen, könnte man sagen. Das ist so, war nicht, das ist so. Vielleicht könnten wir... Ah, Tsunami, kommt doch einmal her. Wir haben auch noch geschäftliche Beziehungen zwischen Bianca und Alanfa. Wir haben dort ein paar Kontrakte, die wir euch anbieten könnten, aber vielleicht sollten wir das nicht in diesem Rahmen besprechen, sondern... Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo Janka liegt. Nun, in Aranien. Das sagt mir was. Vielleicht sollten wir das aber in einem diskreteren Rahmen besprechen. Nun, gerne. Dann sucht mich doch bei auf dem Silberberg auf. Gerne. Sagt, abseits von dem schnöden Mammon, wie wollt ihr sonst in Alanfa der Veränderung zusehen? Nun, wir dachten erst einmal, dass wir euch und der Stadt... Sagt bitte nicht, dass ihr nicht einfach nur wegen den Arena-Kämpfen hier seid, das wäre doch langweilig. Nein. Wir wollen uns präsentieren. Wir wollen zeigen, wie wir den schwarzen Drachen und die restlichen Heptarchen getötet haben und unsere
unsere Kampfkraft präsentieren und nun ja. Und dann lebt nicht in der Vergangenheit, sondern nutzt sie auch. Und zwar für die Zukunft. Nun ja, versuchen wir. Aber nun ja, noch fehlen uns die rechten Kontakt- und Ansprechpartner. Wir sehen, dass die politische Landschaft hier in Al-Anfa in stetigem Wandel ist. Aber was wäre denn aus eurer Sicht ein wünschenswertes oder ein wahrscheinliches Ergebnis der aktuellen Bewegungen? Nun, lasst mich die Frage umdrehen. Ich frage euch, so wie ihr frisch eingetroffen seid, einmal aus dem Horasiat und einmal aus dem Fasar, korrekt? Ja. Was haltet ihr von der Regierung der Stadt? Nun, ich gestehe, es ähnelt in vieler Hinsicht meiner Heimat. Viele mächtige Familien, die in ihren speziellen Bereichen fast unangefochten sind und sich doch ständig gegenseitig Konkurrenz machen. Und ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Nun, zu Entscheidungen kommt man auf diese Art und Weise natürlich nur langsam. Andererseits sehe ich Vorzüge darin, wenn jeder das tut, was er am besten kann. Es gibt wenige Menschen, die in allen Dingen gut sind. Und ich denke, das gilt auch für Familien. Das denke ich auch. Und ich glaube nicht, dass diese Veranlagung vererbt wird. Zumindest sollte man nun nicht hineingeboren werden, wenn man dazu nicht taugt. Nun, diese Ansichten teilen wir in den Thulaminenlanden. Jeder, der die entsprechenden Fähigkeiten hat, kann es in meiner Heimat zu etwas bringen. Es ist nicht so wie im Mittelreich, wo der Adel entscheidet. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, was nun hier in Al-Anfa dominiert. Denn ihr seid keine Adelsfamilie, nicht wahr? So etwas wie Adel. Jeder kann es hier weit bringen, wenn er sich in den Rat einkauft und dort die Fähigkeiten übernimmt. 12 Ratssitze, jeweils über verschiedenste politischen Erhabenheiten. Beispielsweise Präfekter Tessauri, der Schatzmeister, Schatzmeisterin, das ist zurzeit Zayane Ulfart. Oder der Einsatz der Flotte, die Gladiatoren. Der Ausbau der Paligan-Thermen, der Silberberg. Das sind verschiedenste, Ämter, die übergeben werden, die dann im Rat gehört werden. Und kommt ihr so überhaupt zu Entscheidungen? Denn ich hatte den Eindruck, dass viele Familien einander spinnefeind sind. Das ist so. Es gibt viele Zweckbündnisse, die danach wieder gebrochen werden, wenn man sein Ziel erreicht hat, aber langfristig ist das natürlich nicht gut. Jeder ist darauf erpicht, dass möglichst viel Geld in sein eigenes Säckelchen wandert, um noch mehr Einfluss zu bekommen und andere zu unterdrücken. Zornbrecht macht das mit Gewalt. Ulfart macht das über die Kirche. Die Dinge wandeln sich. Ja, aber in falsche Richtung und nicht schnell genug. Nun, es liegt doch an euch und an uns, nun die Wandlung und ihre Wege zu bestimmen. Und möglicherweise hätten wir daran auch ein, persönliches Interesse. Denn ich bin nicht sicher, ob Al-Anfa bei den bestehenden Verhältnissen schnell genug adäquat reagieren kann, sollte sich die blutige See bis hierher ausdehnen. Das wird sich zeigen. Ich glaube allerdings, dass erst das Schicksal von Al-Anfa entschieden werden muss, bevor wir in die blutige See ziehen. Nun, ich weiß nicht, ob das in unserer Hand liegt. Aber eventuell könnt ihr helfen. Wir sind stets aufgeschlossen für Vorschläge, wie wir euch und Al-Anfa helfen können. Ja. Wir werden sehen, wie der Kampf morgen in der Arena ausgeht und ob ihr dann noch existiert. Ich werde mich noch einmal mit euch in Verbindung setzen.
Ich selbst verfüge zwar über den Titel Praefectus Militaris, bin also der Herrführer und zuständig für die Truppen zu Land, aber damit kann ich euch wenig an Bord eines Schiffes helfen. Die Willmanns verfügen zurzeit über die Flotte, die nicht existent ist. Auch ein Posten, den man austauschen müsste. Der ganze Silberberg sollte... Nun, lassen wir das. Ich möchte euch die Stimmung nicht verderben. Reden wir später. Eine hervorragende Idee. Wir suchen euch auf. So ist es. Viel Erfolg bei den Spielen morgen. Hab Dank. Ja, Frage von Jala. Das war jetzt Aurelian Bonaret. Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ja, die Stimmung ist ausgelassen. Natürlich, was heißt natürlich, wohl nur wegen Zulamins Liturgie. Auch wenn ihr viel Geld investiert habt, aber die Spannungen, die zwischen den Granden hochkochen, sind greifbar. Also ein Pulverfass, was ihr möglichst dicht komprimiert habt, um es an Bord hier ja, zu verfestigen. Und das hilft natürlich nicht, dass ihr hier alle Familien gleichzeitig eingeladen habt, auch wenn nicht alle mit den erstbesten Häusern gekommen sind, wohl aber dann eben mit zweiter oder dritter Linie, sodass sich dann nach und nach eben allesamt irgendwie mit ihren Sänften wieder verabschieden, zusammen auf ihre Kutschen steigen oder mit ihren Sklaven, mit ihren Leibwächtern wieder von dann ziehen, bis nur noch Kiaras übrig. Und eine kurze Frage. Ja? Kann ich im Praios einen Trank des ungehinderten Wegs gebraut haben? Das ist ein Ritual, was Geoden machen können. Aber im Zirkel zusammen, ne? Den ja, kannst du nicht alleine brauchen. Genau das ist die Frage. Wir hatten ja 2 Monate Sprung. Ja, wann? Ich muss gerade gucken. Ja, im Prinzip schon. Was tut das und warum willst du das? Der Trank des ungehinderten Weges könnte nämlich noch interessant sein, denn dieser Trank ermöglicht es Geoden, also den Dienern Sumus, unbeschadet durch Vegetation zu streifen, also bedeutet, dass Füße auch im Treibsand einen festen Punkt finden oder im dichtesten Unterholz eben Schutz finden etc. pp. Ja. Also ist ganz praktisch, wenn man eben in der Wildnis ist. Muss man da irgendwas verwürfeln? Nee, überhaupt nicht. Ich würde ja auch den Schicksalspunkt jetzt geben. Ja, nimm den Schicksalspunkt, dann kannst du das... Das war noch bevor wir in Sorgon aufgeschlagen sind, oder? Genau. Am 15. Sorgon haben wir, am 15. Praios haben wir in Sorgon angefangen. Richtig, also und das... Ja, für den Schicksalspunkt eine kleine Veränderung der Realität. Das ist eine kleine Veränderung, dementsprechend hier. Perfekt, super. Damit sind alle wieder von Bord und Kiaras bleibt übrig. Nun, was macht ihr daraus? Das war doch überaus erfolgreich. Ja, niemand ist gestorben. Eben. Es hat zumindest seinen erklärten Zweck erfüllt. Es hat ja auch nur göttliche Unterstützung gebraucht, dass sie sich nicht an die Gurgel gegangen sind. Ich möchte sagen, dass eine gewisse Person, die ich von einer anderen gewissen Person getrennt habe, vielleicht mir gegenüber eine gewisse Absicht oder eine Intention geäußert hat, dass ich besagte andere gewisse Personen in den Dschungel aussetzen soll. Was habt ihr angestellt schon wieder? Ich wollte versucht, hier keinen Mord zu organisieren. Ich habe nicht versucht, irgendeinen Mord zu organisieren. Was habt ihr angestellt? Nichts, wir haben ein Spiel gespielt. Was habt ihr angestellt? Nichts, wie ich schon gesagt habe. Klingt, als hätte er eine Wette verloren. Was habt ihr angestellt, Boltax? Wir haben Wahrheit oder Pflicht gespielt. Was war der Preis und wer hat verloren? Ich habe verloren und, wie gesagt, ich soll Cesario im Dschungel aussetzen. Und dann verschwinden. Er hilft mir auf die Sprünge. Wer war dieser Cesario noch gleich? Der Dekan. Das ist ein Mord, Boltax. Du wurdest zu einem Mord angestachelt. Es ist nur ein Mord, wenn der Mann nicht zurück nach Hause kommt. Das ist der Punkt. Das bedeutet nicht, dass nicht jemand anders bei ihm bleiben darf. Also, wenn ich ihn ganz zufällig, weiß nicht, Rafim in den Dschungel bringen würde und Rafim mit ihm wieder nach Hause läuft. Ihr habt auch nicht gesagt, wie tief ihr in den Dschungel bringt. Auch das habe ich nicht gesagt. Und ihr meint, dieser Dekan ist euch danach wohlgesonnen, wenn ihr um sein Leben spielt? Nun, es kommt darauf an, wie wir es verkaufen, denn
Jemand, der den Dschungel überlebt, der handelt sich eine gewaltige Reputation ein, meint ihr nicht auch? Ich denke nicht. Ihr denkt doch zu sehr an Maraskan. Ich denke, ihr könntet es hinbekommen, dass Cesario es euch nicht übel nimmt, denn er scheint ein netter Kerl zu sein. Aber das wäre dann wohl nicht ganz in Dirions Sinne, oder? Nun, es ist doch egal, ob es in seinem Sinne ist oder nicht. Er ist selbst Alan Fana und das heißt, er hätte die Regeln besser formulieren müssen. Oder seine Bedingungen. Nun, wo ihr recht habt,